Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen da zurück zu Darkest Dungeon. Jo, wir könnten eigentlich direkt wieder zum neuen Abenteuer aufbrechen, aber wir schauen erst einmal in die Kutsche rein. Einen Narren hätte ich gerne, aber brauche ich einen Narren? Ich habe ja aktuell zwei. Ich bräuchte irgendjemanden für die zweite Reihe. Wobei, Narren sind ja an sich für alle Positionen gut geeignet. Aber egal. Wir brechen jetzt erstmal wieder zum neuen Abenteuer auf. Haben wir wieder irgendetwas Kurzes hier rumliegen? Nein, einen Propheten wollen wir nicht. Eine lange Quest. Gut, machen wir eine lange Quest. Mit ein paar Anfängern. Da kommst du mal mit. Dann hätte ich gerne jemanden für die zweite Reihe, wie zum Beispiel dich. Dann nehmen wir dich auch nochmal mit. Vielleicht ganz hinten. Und ja, dann nehmen wir auch noch Campbell mit. Wie sind denn deine Heilfertigkeiten? Nicht besonders überzeugend, aber das muss reichen. Oh, das ist ein Himmelfahrtskommando. Naja gut, machen wir eine lange Quest. Und dann nehmen wir noch von allen Sachen ein bisschen was mit. Man weiß ja nie, was man braucht. Auf Fackeln werde ich diesmal gänzlich verzichten. Im Zweifelsfall breche ich die Quest lieber ab. Da das eine sehr lange Quest ist, nehmen wir lieber fast zwei volle Stacks Essen mit. Und Moment, jetzt hätte ich beinahe wieder die Ausrüstung hier vergessen. Beziehungsweise die Schmuckstücke. Oder auch Trinkets genannt. Nun gut. Klassenbeschränkung. Na gut, und dann nimmst du noch das Ding mit, was dir ein paar Tugenden garantiert. Das sollte sich ausgleichen. Du nimmst mir mal unsere Ahnenschatzkarte mit. Haben wir für dich irgendwas Spezielles? Sieht nicht danach aus. Wobei, mir war so, als hätten wir irgendetwas. Deine Nahkampffertigkeiten könnte man noch ein bisschen steigern. Und für unsere Arbaläste haben wir auch schon mal ein paar Armschienen. Oh, Heilerfähigkeiten, gut. Können wir deine Heilerfähigkeit noch irgendwie boosten? Mir war so, als hätten wir da etwas. Genau hier. Damit solltest du relativ gut relativ gut heilen können. Na dann, auf in den Kampf. Oh, eine lange Quest. Da bin ich ja mal gespannt, wie viele tausend Räume das sind. Jetzt wird's interessant. Na dann, gehen wir erstmal hier runter. Genau. Die Frage ist, möchte ich da wirklich jede Auseinandersetzung mitnehmen? Fängt ja gut an. Na komm, ein präziser Schuss erledigt diese Spinne. Zum Teufel, ich bin so gut. Vielleicht du noch? Gut. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Da waren die... Ich habe nur ein Gegengift. Nein. Genau, Heilkräuter. Jetzt habe ich gar kein Gegengift mehr. Die Taschen werden sehr schnell voll, wie es aussieht. Und gleich der nächste Kampf. Wir konnten sie zum Glück aber überraschen. Fangen wir mal mit dem Streuschuss an. Der macht zwar nicht viel Schaden, aber... Zumindest können wir damit jede Menge Leute anhauen. Ha, du kannst auch heilen. Finde ich gut. Und du... Ein Speerfeuer auf die drei da hinten. Immerhin. Da tut es am meisten weh. Ach ja, du hast die eine Fähigkeit... Doch, hier, Eifer der Anklage. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Schade, dass es kein Double Kill war.
Und solange wir ausweichen können, ist alles in Ordnung. Genau. Der wird aber hart treffen. Genau. Gut, wir sind wieder dran. Viel für dich. Wieso bist du jetzt vor mir dran? Du heilst mal bitte schon mal hier. Dann heilst du dich selber in der nächsten Runde. Das war jetzt ungut. Na komm, ein gezielter Schuss, der nichts bringt. Ja gut, mach mal die beiden Leichen da weg. Komm, zerre dich wieder nach vorne um eins. Das ist so aber witzig. Confidence surges as the enemy crumbles. Und du auch noch einen Pistolenschuss. Gut. Das wird schmerzhaft. Naja, nicht ganz. Wie gesagt, du heilst dich erstmal selbst. Weil die HP sollte nicht so weit runtergehen. Du heilst hier. Neue Runde, neues Glück. Und du machst ihn hier platt. Their formation is broken. Maintain the offensive. Na, da sind wir ja relativ gut durchgekommen. Will ich die Wappen mitnehmen? Ich glaube, wir brauchen die nicht zwingend. Wir haben genug Wappen. Oha. Hier unten haben wir definitiv noch ein paar Kämpfe vor uns. Also gehen wir einfach mal hier lang. Oh, begabter Kämpfer. Das bringt dir plus 5 Präzision. Finde ich gut. Moment mal, erstmal die Reihenfolge wiederherstellen. Genau. Dann passt das alles. Und zwei Skelettkrieger versperren uns den Weg. Ich hoffe, wir sind vor dir. Dämmerung, Finsternis, Helligkeit oder Tageslicht. Unsere Aufgabe bleibt dieselbe. Das finde ich eine sehr gesunde Einstellung. Und der erste dürfte erledigt sein. Genau. Da tut es am meisten weh. Na komm, heil einfach mal. Du hast ja sonst nichts Besseres zu tun. Und der darf noch vor unserem Kreuzfahrer dran. Au. Das hast du nun davon. So langsam mache ich mir Sorgen, dass wir das ganze Gold nicht unterkriegen. Muss ein bisschen was loswerden. Gut, die sind allesamt überrascht. 3 bis 5, 3 bis 4, 4 bis 6. Impressive. Verdammt, ich hatte auf deine Augen gezielt. Das sind Skelette, die haben meistens keine Augen mehr. Nochmal so. Oh, die beiden konnten ausweichen, nicht gut. Jetzt wird's schmerzhaft. Die können eine Menge Schaden austeilen, wenn die es drauf anlegen. Und sie legen es drauf an. Naja gut, wir halten zumindest noch ein bisschen Stand. So, wir sind wieder dran. Gut, Glück gehabt. Der Streuschuss dürfte zumindest den da hinten kaputt machen. Ich meine ausschalten. Und du machst nun bitte mal den Großen hier platt, danke. Und du heilst mal. Ach komm, leg doch den Kelch beiseite. Der nervt ja mehr, als dass er was bringt. Wisst ihr, das hast du nun davon. Präziser Schuss. Erledigt. Ich will zwar noch heilen können, aber sowas sicherer. Oh, die Urkunden möchte ich mitnehmen. Was lassen wir hier? Hm.
Ich will aber auch das Gold haben. Na komm. Die Büsten lassen wir mal hier. Vielleicht sollten wir mal langsam eine Rast einlegen. Oh, guck mal, da ist ein Geheimgang. Wir sollten auf jeden Fall mal rasten, damit wir einen Slot frei bekommen. Seht euch vor, wo ihr hintretet. Mach du das mal. Ich vertraue dir irgendwie. Na doch. Passt. Langsam geht das Licht aus. Hätte vielleicht einen Okkultisten angreifen sollen. Au! Mach doch nicht so einen Quatsch. Ach, du kannst dich nicht selber heilen. Finde ich ja hervorragend von dir. Naja, immerhin ziehen Schaden. Die Dunkelheit ist ihr Verbündeter. So kann es nicht weitergehen. Nein! Nein! Naja. Weil der dich den Hintern angreifen soll, damit er weg wäre. Au! Na komm, einfach eine Anklage. Die trifft zumindest. Nun gut. Ich glaube, nach diesem Kampf werden wir mal eine kurze Pause einlegen. Damit wir uns wieder hochheilen können. Genau, schieß mir mal den da weg. Und du heißt mir wie? Du heißt... Oh, das ist ja richtig nett. Heil sie auch mal. Und du machst dir mal platt, wobei du müsstest da hinten mal heilen. Aber mach sie platt. Das ist mir wichtiger. Sublime! Seize this momentum. Push on to the task's end. Naja, es ist gewöhnlich, von daher. Weißt du was, wie geplant machen wir jetzt mal die Pause. 8 Nahrungseinheiten, gut. Hast du irgendwelche Sachen? Kann hier irgendjemand Pausen einlegen? Ein Inventargegenstand. Könnte man ja mal machen. Eine Fackel. Ich brauche keine Fackeln. Ich will doch extra hier ohne Fackeln rumrennen. Kannst du hier auch noch Stress heilen? Na komm, mach mal deinen Galgenhumor. Gut. Dann heilst du hier hinten nochmal Stress. Gut. Zeig mir deine Handfläche. Glück, Liebe und ein langes Leben. Ja gut, wenn du meinst. Das bringt mir alles nichts. Ein random Trinket brauche ich auch nicht. Machen wir es eben so rum. Ich werde euch einen Trick zeigen, den ich auf meinen Reisen gelernt habe. Ja, das habe ich. Ah, ich habe immer noch 3 Punkte. Ist das ätzend. Na komm, stell mal ein Trinket her. Nun gut, nehmen wir halt mal mit. Warum denn nicht? Ja, 2 Nahrungseinheiten können nicht schaden. Ich fühle mich stark und mächtig. Vorwärts.
alles läuft nach Plan. Wir sind gesegnet, denn die Furcht hat uns nicht übermannt. Immerhin werden wir nicht hungern. Ach nö. Ja gut, 4 Skelette, damit sollten wir klarkommen, wenn sich nicht die gesamte Reihenfolge vertauscht. Wäre schön, wenn du einen Platz nach hinten rutschen könntest. Ich weiß, du kannst von da aus auch kämpfen, aber da fühle ich dich, bist du ein bisschen besser aufgehoben. Wir kassieren wieder eine ganze Menge. Oh, das war gut. Mehr davon. Und du klickst dir mal eifernd an. Na komm, Streuschuss. Dann ist zumindest einer erledigt. Der konnte ausweichen. Ach, der regt mich sowas von auf mit seinem Kelch. Das bekommt er zurück. Ich hätte vielleicht dich ausschalten sollen, ne? Aber ich dachte, hey, yo, da kommt vielleicht ein Streuschuss, dann passt die Sache. Du klopfst mir mal den hier zu Brei. Danke. Wir werden das nicht überleben, ich weiß es. Ja, wenn du dich so anstellst, dann auf jeden Fall nicht. Schieß mal ausnahmsweise. Genau, wunderbar. Volltreffer! Und du schießt mal auf den. Wunderbar. Ach ja, wir haben was für die Arbaliste gefunden. Und ich habe kein Gegengift mehr. Na komm, nimm meinen Schlüssel. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. Also das Porträt nehme ich definitiv mit. Ich glaube, so einen Teil haben wir bereits, oder? Da könnte man Stelle die Büsten mitnehmen. Na komm, marschieren wir weiter. Wir haben hier einen Geheimgang. Den möchte ich schon noch zumindest mitnehmen. Da drin verstecken sich ja immer wieder tolle Sachen, die das Leben schöner machen. Auf dem Weg dorthin haben wir auch eine ganze Menge Stuff. Wie zum Beispiel diese Fackel hier. Und wir bekommen eine Fackel dazu. Juhu. Die Kiste ist leider leer. Und das Licht wird wieder schwächer. Naja, weiter geht's. Das hat mir doch schon aufgedeckt. Warum wird es jetzt doch mal aufgedeckt? Egal. So, da setzen wir jetzt mal einen Schlüssel ein. Und bekommen... A handsome reward for a task well performed. Die 5000 möchte ich hier auf keinen Fall liegen lassen. Na komm, die Jadesteine können hier bleiben. Das sind 500 Gold. Das sind schon 2000. Na komm, die letzten Heilkräuter lassen wir auch noch hier. Genau, mehr können wir leider nicht mitschleppen. Moment, ich muss ja über die Karte raus. Dann verbrauchen wir hier eine Schaufel. Ich glaube, da hätte ich Heilkräuter gebraucht, oder? Ja. Juhu, du bist krank. Perfekt. Da habe ich wieder etwas, womit ich Geld ausgeben kann. Juhu. Und kein Kampf. Na komm, hier hoch gehen wir noch. Den einen Kampf machen wir noch. Und dann ist die Folge leider schon vorbei. Oh, Briganten.
Immerhin 4 Schaden. Hätte schlimmer kommen können. Indem wir jetzt nämlich zerlegt werden. Ja gut, danke. Das kann ich auch. Bringt nur nicht viel. Naja, immerhin sind die jetzt alle geschwächt. Bis auf den hier, der natürlich wunderbar austeilt. Damit es sich lohnt, unsere Leute zu heilen. Au. Au, 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 au. Mach den mal platt. Danke. Und du machst den hier platt. Danke. Au. Oh, oh. Oh. Ha. Ach, und du blutest ja auch noch. Naja, da war es nur noch einer. Ich habe doch bestimmt Bandagen dabei, oder? Genau. Und ja, du kannst hier nichts angreifen. Dann heilst du mir mal die Arbaleste. Bitte nicht treffen. Und er trifft. Du heilst hier nochmal. Und du gönnst uns hier mal einen gezielten Schuss. Naja, ein Pistolenschuss einfach nur. Du heilst den Wegelagerer. Und der ist für das Erste dran. Sehr schön. So muss das sein. Ich brauche einen Heiler. Ja, gleich. Was für eine heimtypische Verletzung. What? Ja, egal. Heil du nochmal hier. Und du schießt nochmal. Und der Kampf ist zum Glück gewonnen. Ghoulish horrors. Brought low and driven into the mud. Ich glaube, den Schlüssel werden wir nicht mehr brauchen. Gut, schließen. Wir konnten uns einen leeren Raum retten. Und ich würde sagen, meine Freunde, das war's von dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.